Stockholm. Zum ersten Mal sendet TV Total aus dem Ausland. Jetzt ist das deutsche Grand Prix-Team komplett im ABBA-Land. Die Musik der schwedischen Popgruppe bereichert jetzt das Repertoire des deutschen Sextetts. Ja, natürlich ist das ein Stilbruch, aber das ist ja ein bewusster Stilbruch, aus dem wir hoffentlich was Lustiges machen. Hier wird eigentlich eine Musikshow aufgezeichnet, eine sehr witzige schwedische Musikshow. Saska Detlata, wir wissen immer noch nicht, was das heißt. Vielleicht erkennen Sie die Melodie, vielleicht heißt es aber auch, alle Deutschen sind doof. Das wissen wir nicht. Dann die Premiere. Zum ersten Mal gibt es TV Total nicht aus Köln. Das Publikum, in Schweden lebende Deutsche oder deutsch sprechende Schweden. Und sogar ein deutscher Grand Prix-Chef, der hinter den Kulissen mit geradezu sensationellen Aussagen überrascht. Es macht doch kaum eine Sendung so viel Spaß, fernzusehen wie TV Total. Da sitzen noch Millionen vor und kichern. Raab kann nicht nur moderieren. Pannen, für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Ich mache das total gerne. Ich sehe die Sendung gerne. Ich finde TV Total eine wunderbare Sendung. Ich arbeite sehr gerne mit Stefan Raab und finde das sehr lustig. Ich muss oft aufpassen, dass die Kamera nicht verwackelt, weil ich selber ins Lachen gerate. Die meisten Sachen entstehen wirklich spontan. Also diesen ganzen Quatsch, den wir irgendwie auch für TV Total gemacht haben hier, da gab es kein Skript und kein gar nichts. Natürlich denken wir uns ein paar Sachen auch vorher aus und haben halt Vorlagen und so. Aber in den meisten Fällen und oder sehr häufig sind die Sachen schon sehr spontan. Natürlich erstelle ich Produkte, aber das kann ich ja selber steuern. Wenn ich keinen Bock habe, eine Platte zu machen, mache ich ja nicht. Und wenn ich keine Interviews geben will, dann gebe ich keine. Ja? Das mache ich dann auch. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass irgendwie ein paar Journalisten dann halt ein paar Mal sauer sind. Aber ich kann das selber kontrollieren. Ich mache das gerne. Erstens wollte ich selber mit diesem Boot fahren und es war eine tolle Möglichkeit, der Plattenfirma klarzumachen, richtig viel Schotter für das Schiff auszugeben, dass sie euch hier durch die Gegend kurven. Und so kann ich ja auch mitfahren, also was will man mehr? Raab ist wieder aufgetaucht und auch die Journalisten sind wieder bei ihm. Heute wird lustig. Jetzt gehen wir erstmal beim Malta schön Abendessen, ja? Dann gehen wir uns bei den Engländern mal ein bisschen fit machen, so ein kleines Aperitif. Und dann bei den Dänen gehen wir uns nachher richtig besaufen. Und dann gehen wir nach Hause und haben den ganzen Abend umsonst gehabt. Das hat sich gelohnt heute. Unterwegs mit Stefan Raab im Stockholmer Nachtleben. Eine Schwulenbar. Die Engländer haben gekifft. Du siehst wieder gut aus. Wenn ich mache das ja mal. Oh, also das ist doch ein Engländer. Nee. Ihr seid schwul. Nee, auch nicht. Warum sprecht ihr dann so? Ist das richtig, dass der Grand Prix auch schwulen Olympianer ist? Nee, das ist ein totaler Hetero-Verein.